Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man Kisten mit dem RPG Maker MV erstellt. Das Tutorial kann auch mit einem anderen RPG Maker erstellt werden, wie zum Beispiel VX oder dem XP. Und mit den anderen Maker geht es auch 2000 oder 2003. Viel Spaß beim Makern! Als erstes öffnen wir mal den Maker und erstellen ein neues Spiel. Danach ein neues Ereignis und wählen die Grafik mit der Truhe aus. Ich werde übrigens in dem Tutorial fast ausschließlich mit den Standardgrafiken arbeiten. Nachdem wir das gemacht haben, kopieren wir die gerade erstellte Seite und fügen sie nochmal ein. Dann gehen wir wieder zurück zur ersten Seite des Events. Jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass die Kiste eine Animation abspielt. Dort klicken wir dann doppelt auf die leere Zeile und wählen Bewegungsroute festlegen. Hier klicken wir nach links, rechts und nach oben drehen. Dazwischen fügen wir noch eine Wartezeit von 5 Frames ein, damit sich die Animation nicht so schnell abspielt. Als letztes fügen wir noch einen Soundeffekt dazu, in diesem Fall Chest 1. Hier könnt ihr aber auch eine andere nehmen, wenn ihr wollt. So, jetzt gehen wir oben links auf die Leiste und wählen dieses Event aus, damit sich die Animation auf der Kiste abspielt und nicht auf dem Player, und klicken dann auf OK. Wir klicken wieder auf die leere Seite von unten und wählen Selbstschaltersteuern aus. Für die, die den anderen Maker haben, wo kein Selbstschalter dabei ist, könnt ihr auch normale Schalter benutzen. Ihr müsst dann halt nur die Schalter jedes Mal umbenennen, wenn ihr das Event kopieren wollt. Bei einem Selbstschalter müsste man das nicht machen, weil die Schalter auf das eigene Event sich bezieht. Schaltet den Schalter auf ein und klickt auf OK. Jetzt gehen wir mal zu der zweiten Seite und machen einen Haken bei Selbstschalter. Für Leute ohne diesen Schalter müsst ihr eben einen Haken bei dem normalen Schalter machen. Und halt eben den auswählen, wo ihr vorhin erstellt habt. Hier in der zweiten Seite noch kurz die Grafik einfügen, wo die Truhe ganz geöffnet ist. So, jetzt testen wir mal das Ganze. Also die Animation wird abgespielt, fehlt nur noch, dass man ein Item bekommen soll, darum kümmern wir uns jetzt. Wir gehen wieder zurück zu unserem Event und klicken direkt auf dem Schalter, so dass wir dazwischen etwas einfügen können. Nun wählen wir Item ändern und wählen den Trank aus, oder eben das Item, was ihr haben wollt. Wir klicken nochmal direkt auf den Schalter und fügen einen Text hinzu. Sowas wie Trank erhalten, und klicken auf OK. Noch einmal doppelt auf den Text drücken, um davor noch einen Soundeffekt auszuwählen, der abgespielt werden soll, wenn der Text aufploppt. Jetzt klicken wir auf OK und testen es nochmal. So, das funktioniert ja jetzt einwandfrei. Man kann die Kiste öffnen, eine Animation spielt sich ab, ein Item kommt raus und man bekommt das Item dann auch in sein Menü. Jo, das war's mit diesem Tutorial. Ich mache jetzt noch ein paar andere. Alles nur für die Anfänger. Und danach steigert sich das vielleicht eben. Mal gucken, wie viele ich noch mache. Ich habe keine Ahnung, solange ich Bock habe eben. Naja, bis zum nächsten Video und tschüssi.